Zeit ist ein junger Stahlbildhauer hier auf der Gartenschau vertreten, über den wir uns alle sehr freuen und der mit seinen 5 großen Stahlskulpturen an markanten Orten wirkliche Wegmarken für die Gartenschau geschaffen hat. Das sind alles Hohlkörper, also theoretisch, wenn ich da jetzt dran klopfe, dann ist ein hohles Geräusch. Das heißt, ich setze diese Skulpturen oder diese Plastiken, was fachlich richtiger ist, aus Einzelteilen, aus einzelnen Blechelementen zusammen und verschweiße sie an den Kanten. So, dass die Schweißnaht nicht mehr zu sehen ist und dass hinterher im Grunde genommen ein Körper entsteht. Und an der Form, die ziehe ich in die Länge, die forme ich so lang, bis ich irgendwie zufrieden bin. Und dann, was auch so bei mir immer zu erkennen ist, es besteht immer aus 4 Flächen. Und zwar ist es immer der Tetraeder, der so mein Grundkörper ist, der platonische Körper, den ich im Geiste in die Länge ziehe, verforme, aufblase. Dann ist der Duktus jetzt von einer Schweißnaht oder eine Strukturierung von einer Metalloberfläche für mich eigentlich nebensächlich. Ich will die Klarheit der Form und deswegen auch die Perfektion im Handwerk.